gesagt, ein technisch feiner Spieler, der sowohl in der Defensive wertvolle Arbeit leistet, als auch offensiv Akzente setzen kann. Drei Assists stehen zwar schon zu Buche, aber wie gesagt, sein erster Treffer in dieser Champions League-Saison. Also, Mbappé wird dann nicht richtig angegriffen, auch von Ramos. Und das macht auch Cavani klasse. Und dann hat Rabiot da niemand auf der Rechnung. In der Rückwärtsbewegung hier das Missverständnis. Natürlich muss da Nacho vorne ran.